Ich bin super stolz und freue mich sehr, dass wir Dr. Rolf Auftermauer für diese Keynote gewinnen konnten. Er befasst sich vorwiegend mit rechtlichen Aspekten des Internets und der Digitalisierung. Dabei kann er sein Interesse für neue Kommunikationstechnologien mit seiner anwaltlichen Erfahrung in idealer Weise kombinieren. Zu seinen Klienten zählen führende Unternehmen aus den Bereichen der Medien, der Unterhaltungsindustrie, Telekommunikation und natürlich aus der IT. Er gilt als einer der führenden Experten in der Schweiz bei rechtlichen Fragen zur Digitalisierung und die anerkannten internationalen Legal Directories, Chambers and Partners und Legal 500 empfehlen ihn als First-Tier-Anwalt in seinem Spezialisierungsbereich. Lieber Rolf, damit übergebe ich dir das Wort und die virtuelle Bühne. Herzlichen Dank, Svenja, für diese nette Einleitung. Der Umgang mit Personendaten in der Cloud ist ja schon komplex genug. Stichwort Datenschutz. Wenn es aber um Berufsgeheimnisse geht, dann ist die Sache noch mal ein bisschen komplizierter, weil die sind nämlich von Gesetzes wegen geschützt. Also auch wenn es nicht nur reine Personendaten sind. Betroffen sind allen vor allem natürlich die Banken. Das weiß jeder, dass das Bankgeheimnis eben die Daten, die Kunden, Bankkundendaten schützt von Gesetzes wegen, sogar strafrechtlich abgesichert. Aber es gilt auch für Versicherungen, es gilt für Spitäler und es gilt nicht zuletzt auch für uns selber als Anwälte. Können wir überhaupt in die Cloud mit diesen Berufsgeheimnisdaten? Diese Frage stellt sich, und wenn wir die Schlagzeilen in den letzten Jahren verfolgt haben über Verlautbarungen der Datenschutzbehörden, insbesondere in Deutschland, aber auch in der Schweiz, hätte man eigentlich den Eindruck erhalten, das geht überhaupt nicht, das ist illegal. Hier sehen Sie einige Zitate von Datenschutzbehörden in Deutschland, die es insbesondere auf Microsoft abgesehen haben. Und können jetzt Schweizer Banken in die Cloud? Das wäre bis vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Heute aber wollen es alle, nicht nur die Banken, sondern eben auch die Spitäler, wir selber als Anwälte, wir nutzen auch Cloud-Dienste und auch Behörden. Und was hat sich denn geändert in dieser kurzen Zeit? Weil eigentlich nach wie vor gibt es diese Bedenken eben der Datenschutzbehörden. Es fehlt vielen Entscheidungsträgern in Unternehmen an Erfahrung im Umgang mit der Cloud. Sehr häufig treffen wir einen Ansatz von Zero Risk Tolerance an, wenn es um Cloud geht. Etwas, das eigentlich auch in der konventionellen Welt, Datenwelt nicht gibt. Aber sobald wir von der Cloud sprechen, dann erwarten viele Zero Risk. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Verträge schlecht formuliert sind. Ich gehe nachher auf einzelne Verträge ein, die teilweise unnötig verwirrende Aussagen beinhalten. Und all das führt eben dazu, dass eine gewisse Ratlosigkeit besteht. Trotzdem ist es heute eigentlich nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann und Wie und womit das Unternehmen in die Cloud gehen. Und wir beraten eine ganze Reihe eben von regulierten Unternehmen, auch systemrelevante Banken, beim Gang in die Cloud. Die Stimmung kippte vor ungefähr 2 Jahren. Was nicht heißt, dass nicht die Datenschützer, insbesondere die Behörden, immer noch sehr skeptisch sind und insbesondere in Europa eben auch die Marktmacht der großen Hyperscaler Clouds, insbesondere von Microsoft, die eben im Bereich der Banken und Spitäler oder überhaupt der Geschäftsanwendungen wahrscheinlich weltweit führend ist, nicht gern mögen und eben dann diesen Diensten ein entsprechend großes Misstrauen entgegensteht. Verwirrung ist auch entstanden durch ein datenschutzrechtliches Urteil, bekannt als Schrems II, das den
die Datenschutzvereinbarung zwischen EU und USA, sogenannte Safe Harbor, als ungenügend bezeichnete, und daraufhin wurde auch das entsprechende Arrangement zwischen Schweiz und USA außer Kraft gesetzt, und im Moment herrscht große Verunsicherung, eben unter welchen Voraussetzungen Daten zur Bearbeitung in die USA übertragen werden können. Für Banken ist das Bankgeheimnis entscheidend, für uns als Anwälte das Anwaltsgeheimnis. Und können wir jetzt überhaupt einem Dienstleister im Ausland solche Daten anvertrauen? Vor 2 Jahren hat die Bankiervereinigung eine Art Charme-Initiative gestartet und ihren Cloud-Leitfaden veröffentlicht. Im Nachgang zu Gutachten von Anwaltskollegen von den Büros Walder, Wies und Laux. Da gab es 2 Gutachten, die gesagt haben, es gibt kein per se Verbot, die Daten auch für Banken im Ausland zu halten und zu verarbeiten, sondern es kommt eben darauf an, wie man das macht, dass man eben geeignete technische, organisatorische und auch vertragliche Maßnahmen trifft, die Daten schützen, auch wenn sie im Ausland aufbewahrt sind. Also das war die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist, dass die Hyperscalers begonnen haben, auch in der Schweiz Rechenzentren aufzubauen. Microsoft betreibt heute 2 Rechenzentren in der Schweiz. Amazon ist am Aufrüsten und will ihr das auch demnächst eröffnen. Google ebenso. Also man muss eben immer beim Datenschutz unterscheiden zwischen den rein rechtlichen Anforderungen und den gefühlten Anforderungen an den Datenschutz seitens der Kunden. Also der gefühlte Datenschutz, dass man es eben lieber hat und auch dann gegenüber den Kunden besser kommunizieren kann, dass die Daten sich halt physisch in der Schweiz befinden, auch wenn man die Dienste eines Hyperscalers nutzt, eben weil er halt effizienter und günstiger ist, dann entsprechen die Anbieter eben diesen Anforderungen und bieten heute eben auch Lösungen für die Datenhaltung in der Schweiz. Dann hat im letzten Sommer mein Bürokollege David Rosenthal eine Methode publiziert, die die differenzierte Risikobeurteilung von Cloud-Anwendungen, insbesondere gegenüber sogenannten Lawful Access Events, also wenn Behörden Zugang beanspruchen zu Daten in der Cloud, hat er eben eine Methode entwickelt, wie man das Risiko solcher Zugriffe und die Möglichkeiten, dieses Risiko möglichst zu minimieren, steuern kann. Das hat einen sehr großen Einfluss gemacht auf die Bereitschaft, eben insbesondere der Banken, tatsächlich Cloud-Dienste in Anspruch zu nehmen. Und wir sind, ich habe es einleitend gesagt, im Moment für mehrere auch systemrelevante Banken daran, eben dieses Risikoassessment zu machen und dann mit den Restrisiken entsprechend umzugehen. Also heute haben wir eine ganz andere Welt als noch vor 2 Jahren. Die Datensicherheit, das wissen wahrscheinlich die meisten, die hier teilnehmen, sind ja alles Cloud-Spezialisten, die ist bei den Hyperscalern eigentlich kaum ein Problem. Die erhalten hier sehr, sehr gute Noten, gerade im Vergleich eben zu in-house betriebenen Cloud-Infrastrukturen. Der Teufel liegt aber im Detail. Es gibt natürlich ganz viele Services in diesen Hyperscale-Angeboten, die jeweils ihre eigenen Regeln haben. Da ist auch nicht immer so ganz klar, selbst eben bei solchen, die ein Schweizer Datencenter betreiben, wo die Daten denn tatsächlich liegen, wo sie bearbeitet werden, welche Art von Zugriffen hier möglich sind. Und insbesondere auch, und das ist gerade eben für regulierte Unternehmen, insbesondere die Banken, wichtig, eben welche Prüfberichte oder Audits für die einzelnen Dienste möglich sind oder sogar eben vertraglich im Dienstleistungsvertrag zugesichert sind, damit eben diese
Sicherheitsbedenken adressiert werden können und eben am Ende Restrisiken übrig bleiben, die dann das Management in Kauf nimmt. Es gibt am Ende Restrisiken, mit denen man umgehen muss und die natürlich auch idealerweise vertraglich adressiert werden. Und hier hat die Branche wahrscheinlich schon ein Problem, also auch große Anbieter wie beispielsweise Microsoft, die ja eben genau dieses Segment der regulierten großen Unternehmen, die auch in der Lage sind, große Rechnungen zu bezahlen, im Fokus hat, hat eigentlich hier sehr unflexible und schwer verständliche Verträge mal in die Welt gesetzt. Und natürlich auch und ist mit guten Gründen nicht bereit, in jedem Fall hier diese Vertragstexte nachzuverhandeln. Wenn wir zum Beispiel hier eine Vertragsbestimmung aus einem Microsoft-Vertrag anschauen, dann behält sich Microsoft vor, diese Daten natürlich eben für den Kunden zu verarbeiten, aber auch in Litera B for Microsoft's Legitimate Business Operations. Oder? Und man muss natürlich sich dann die Frage stellen, was heißt das jetzt? Will denn Microsoft tatsächlich die Daten für seine eigenen Zwecke verwenden? Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Und Microsoft ist tatsächlich bereit, also wenn Kunden mit entsprechend qualifizierten Anfragen an sie herantreten und die Kunden groß genug sind, hier Lösungen zu suchen und eben die Vertragstexte auch zu verbessern. Weil am Ende des Tages sollte ja nicht der Vertrag das Hindernis dafür sein, dass Kunden sinnvolle und grundsätzlich eben auch sichere Dienstleistungen der Cloud-Anbieter, auch der Hyperscaler, in Anspruch nehmen können. Und deshalb gibt es hier auch immer Lösungen, eben wenn man lösungsorientiert denkt, auch auf Kundenseite. Dennoch eben am Ende des Tages gibt es Risiken, das wissen wir alle, nicht nur in der Cloud, auch in der traditionellen IT, insbesondere das Risiko der Datensicherheit, das dann eben auch die Geschäftsfortführung gefährden kann, wenn es nicht im Griff ist. Eben welche Dritten haben Zugang, was geschieht beim Ausfall des Providers, was geschieht, wenn Daten unwiederbringlich verloren sind. Das sind Geschäftsrisiken, die natürlich eine Geschäftsleitung im Griff haben muss und letztendlich eben auch der Verwaltungsrat, der für die strategische Leitung eines Unternehmens verantwortlich ist, heute sich darum kümmern muss. Also das gehört heute zum Standardtraktandum des Risk Management, dass man sich eben um IT-Risiken kümmert auf der obersten Unternehmensebene. Dazu eben gibt es regulatorische Risiken oder Fragen, die eben größtenteils, wenn sie nüchtern angegangen werden, gelöst werden können. Ich habe es vorher gesagt, eben die Daten müssen selbst in regulierten Bereichen nicht zwingend in der Schweiz sein, aber es muss natürlich der Datenzugriff geregelt sein, müssen Weisungsrechte geregelt sein, eben die Prüfrechte, auch die Ansprüche des Kunden gegenüber dem Provider. Es muss auch klar geregelt sein, wie die Daten rückgeführt oder auf einen neuen Provider übertragen werden können. Die meisten Cloud-Anbieter, die machen ja auch nicht alles aus einer Hand, sondern arbeiten mit Subunternehmen. Dann ist zu klären, eben wie die Vertragsgestaltung gegenüber diesen Subunternehmen ausgestaltet werden kann.
Dann Thema Datenschutz, da möchte ich jetzt heute wirklich nicht im Detail drauf eingehen, weil das natürlich, wenn man das über Stunden referieren könnte und Sie das vielleicht ja auch schon gehört haben in anderem Zusammenhang. Aber man muss eben nicht immer nur an die Kundendaten denken, sondern auch die Mitarbeiterdaten. Das sind häufig eigentlich die kritischsten Daten und selbstverständlich ist der Datenschutz heute ernst zu nehmen, nicht nur wegen der DSGVO, sondern eben auch wegen dem Vertrauen der Kunden und der Mitarbeiter und nicht zuletzt auch, wie wir wissen, kriegt jetzt ja die Schweiz ein neues Datenschutzgesetz, das wahrscheinlich 2022 in Kraft treten wird und inhaltlich den Datenschutz auf das gleiche Niveau wie die DSGVO heben soll. Dann, ich habe es auch schon angetönt, eben die Fragen, welche Behörden haben Zugang. Da hat insbesondere der US Cloud Act, die Amerikaner haben immer sehr malerische Bezeichnungen für ihre Gesetze, hat dazu viel Diskussionen geführt. Es wurde auch gefordert, anfänglich sogar von der Bankiervereinigung, dass die Schweiz ein Agreement abschließt mit den USA, ein Gegenseitigkeitsagreement. Nur ist das wahrscheinlich ein bisschen naiv gewesen, zu glauben, dass dann wirklich die USA zu gegenseitiger Austausch oder Hilfe eben bei Zugang auf Daten Hand bieten würden. Und in der Zwischenzeit ist eigentlich die Meinung vorherrschend, dass es keinen Vorteil bringt, eben eine solche Vereinbarung mit den USA zu treffen, dass eben die aktuell bestehenden rechtlichen Möglichkeiten genügend sind. Wie soll man jetzt aber so an ein Cloud-Projekt herangehen aus rechtlicher Sicht? Es geht natürlich zuerst mal darum, festzulegen, welche Services beansprucht werden sollen. Man soll vielleicht auch nicht gerade mit dem Tafelsilber beginnen, sondern mit Daten beispielsweise aus dem Marketing-, Kommunikationsbereich und dann einen Fahrplan festlegen, wie das typisch ist für jedes Projekt. Dann müssen Datensicherheit und Business Continuity Management konzipiert und definiert werden. Man muss den Vertrag aushandeln, der lässt sich eben, wie gesagt, mindestens bei Microsoft durchaus nachverhandeln. Dann muss das Vorhaben entsprechend dokumentiert werden, dass man eben an alle möglichen Aspekte gedacht hat, eben die technischen Maßnahmen, die organisatorischen Maßnahmen und die vertraglichen Maßnahmen, die hier zur Verfügung stehen. Es lohnt sich auch, den Regulator einzubeziehen. Bei Banken ist das die FINMA, bei Anwälten gibt es den Anwaltsverband. Aber in jeder regulierten Branche macht es sicher Sinn, dass eben der Regulator mit einbezogen wird. Und am Ende des Tages gibt es ein Restrisiko, das dann halt ein Entscheid des Managements voraussetzt. Nicht? Und wenn dann am Ende eben beispielsweise ein solches Risk Assessment auf dem Tisch liegt und man sagt, ja natürlich, also wir haben einen gewissen Kontrollverlust über die Daten, wenn die in der Cloud sind, aber die sich daraus ergebenden Risiken sind vor dem Hintergrund der beschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen als akzeptabel zu bewerten, dann geht die Ampel auf grün. Dasselbe auch bezüglich Risiko des Zugriffs ausländischer Behörden. Das lässt sich eben aufgrund von historischen Daten errechnen, wie hoch dieses Risiko ist. Ich zeige dann gerade später, wie das aussehen kann. Und dann eben auch die üblichen Risiken des Datenschutzes. Also es geht einfach darum, dass man die wirklich nüchtern analysiert und dann eine Risikobewertung vornimmt, wie man das in anderen Bereichen auch macht, wo man einerseits die Schwere eines möglichen Schadens betrachtet und andererseits die Eintretenswahrscheinlichkeit. Und wenn dann ein großer Schaden nur mit sehr kleiner Wahrscheinlichkeit eintritt und man das irgendwie in einer Zahl ausdrücken kann und nicht in einem 20-seitigen juristischen Memorandum, dann fällt der Entscheid möglicherweise positiv aus und wenn eben die Risikobewertung röter ausfällt, dann muss man eben noch nachbessern. Besonders
schwierig abzuschätzen für das Management sind Risiken eben des Zugriffs ausländischer Behörden, weil man das ganz schlicht und einfach nicht im Griff hat und der Provider, eben wenn er ein US-Provider ist, natürlich der US-Behörden, den US-Behörden gegenüber verpflichtet ist, der chinesische Provider gegenüber den Chinesen, der andere gibt es im Moment gar nicht, Hyperscaler, nicht? Aber insbesondere gegenüber den USA, wenn man hier eine nüchterne Risikobeurteilung macht. Und da hat, wie gesagt, eben mein Kollege David Rosenthal seine Methode veröffentlicht im letzten Jahr. Die ist frei zugänglich. In der Präsentation befindet sich hier der Link. Dann kann eben die Eintretenswahrscheinlichkeit einer solchen Lawful Access berechnet werden. Und wenn dann das Top-Management als Entscheidungsgrundlage statt eines 50-seitigen juristischen Memorandums eine Zahl erhält, die besagt, dass das Risiko 0,015% ist, oder alle irgendwie vielleicht eben 1700 Jahre die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein solcher Lawful Access tatsächlich eintritt, dann sagt man sich, dieses Restrisiko ist in Kauf zu nehmen. Wichtig ist es eben beim Umgang mit diesen Restrisiken, dass die Diskussion versachlicht wird, nicht? Und dass man sich vor Augen hält, dass es eben schon heute Risiken gibt mit der traditionellen IT, dass man hier eben nicht nur in der Cloud besonderen Risiken ausgesetzt ist. Man muss sich auch überlegen, was sind die Alternativen, nicht? Also in der IT in-house betreiben, das wollen heute die wenigsten, sondern die Hyperscaler-Clouds haben eben wirklich sehr überzeugende Vorteile. Auch Schweizer Cloud-Anbieter natürlich für Unternehmen, die jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass sie gleich gut erreichbar sind in China und Südamerika. Für die bleibt oft dann keine Wahl, aber für Schweizer Unternehmen gibt es eben wirklich sehr gute Schweizer Cloud-Angebote, die eben das Risiko natürlich auch nochmal reduzieren, wenn man die wenn man diese nutzt. Dann eben soll man wirklich an alle Möglichkeiten denken, technischer Art, organisatorischer Art, vertraglicher Art, um die Risiken zu minimieren. Und am Ende muss man dann diese Restrisiken gegenüber dem Business Case abwägen. Und es wird sich zeigen, jetzt sicher auf sehr kurze Zeit, eben wie die Aufsichtsbehörden in diesen regulierten Bereichen, wo es Berufsgeheimnisse gibt, eben mit diesen Restrisiken umgehen. Aber wir stellen fest, eben, dass diese Regulatoren heute durchaus diskussionsbereit sind, wenn man eben nüchtern den Sachverhalt darstellt, die getroffenen Maßnahmen erläutert und am Ende eben darstellen kann, dass das Risiko vertretbar ist. Jetzt habe ich hoffentlich rechtzeitig geschlossen, sehen wir, Svenja, Entschuldigung, und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Ja, erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ich habe meinen Kolleginnen gerade schon Bescheid gegeben, dass wir 2 Minütchen später aus der Keynote kommen, denn es gab zumindest 2 Anmerkungen. Die möchte ich dir gerne noch nennen. Zum einen, das Rechenzentrum in der Schweiz schützt aber nicht vor Zugriffen basierend auf dem Cloud Act. Das ist die Aussage. Ja, das stimmt in der Praxis nicht. Oder es ist höchst unwahrscheinlich, eben weil das amerikanische Recht da durchaus Verteidigungsmöglichkeiten bereithält, die wir auch schon in der Praxis durchgespielt haben, so dass eben ein solcher Zugriff wirklich höchst unwahrscheinlich ist, eben im Bruchstellenbereich eines Prozents. Mhm. Und eben das ist dann das Restrisiko, wo man eine Managemententscheidung treffen muss.
Gut zu wissen. Also bei unseren letzten Konferenzen war der Cloud Act definitiv auch ein Thema. Und das war mir jetzt tatsächlich neu. Aber ich finde es ganz charmant, dass du immer nur von Restrisiko sprichst, weil man sich ja tatsächlich auch gut absichern kann. Also der Cloud Act hat mich jetzt wirklich sehr intensiv beschäftigt, ungefähr 2 Jahre lang. Mhm. Und ich denke, der wird komplett, also die Risiken daraus werden komplett überschätzt. Okay. Und eben, ich kann nur sagen, bei der Bankiervereinigung und bei großen Banken hat es inzwischen einen Meinungsumschwung gegeben, was die realen Risiken sind, die der Cloud Act bereithält. Sehr schön. Dann nochmal eine Hürde weniger. Ich möchte dir gerne auch noch eine Frage vorlesen, die auch noch im Chat kam. Wie stellst du dich zur Erhebung von Meta-Rand- und Strukturdaten im Kontext der Cloud-Nutzung durch den Provider? Bei Microsoft soll dies bei über 20.000 möglicher Triggers liegen, Entschuldigung. Mhm. Ja, die Frage ist, wofür diese genutzt werden, nicht? Mhm. Diese Daten, dass sie natürlich anfallend grundsätzlich erhoben werden können, ist die eine Sache. Da kann man ja auch nützliche Dinge daraus machen, aber das gilt es dann eben zu definieren. Aber einfach nur, das sagen wir jetzt mal unadressiert geschehen zu lassen, das ist sicher keine gute Idee, da wo es um Berufsgeheimnisdaten geht. Mhm. Man muss immer auch sich überlegen, welche Art von Daten sind denn betroffen. Nicht? Also ich habe jetzt hier mit Absicht die komplexeste Kategorie der Daten gewählt. Also nicht nur einfach Personendaten oder irgendwelche Geschäftsdaten, die natürlich auch einen großen Wert haben können, nicht? Insbesondere auch einen geschäftlichen Wert, wenn die in die falsche Hände geraten. Aber eben die Berufsgeheimnisdaten, das ist die komplexeste Kategorie von Daten und besonders gut damit, also sorgfältig damit umgehen muss. Definitiv. Das ist die Herausforderung unserer Teilnehmer und ich glaube, da hast du ihnen heute mit deiner Keynote sehr weitergeholfen und auch die ein oder andere Sorge genommen. Daher ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Rolf. Sehr gern geschehen, ja.